Also eher nein. Ich habe das zum Diplom hin mal gemacht, weil ich da viel mit so Spiegelungen gearbeitet habe, also so mit Trimmen. Da war das für mich einfach leichter, es im gesamtbildnerisch, kompositorisch, wenn ich quasi eine komplette Vorlage habe. Aber jetzt, ich weiß oft auch noch nicht, wenn ich anfange, wie es am Ende dann eben ist. Also der Weg ist offen. Und wenn ich das Gefühl habe, ich brauche dann noch irgendwie was oder die Geschichte, der Inhalt ist noch nicht erzählt, dann nehme ich eben noch Dinge dazu oder mache auch Dinge weg. Also wer meine Arbeiten kennt, oft ist ja viel Dunkelheit im Hintergrund. Die Figuren sind ja fast schon isoliert freigestellt. Und da waren ja auch irgendwelche anderen Sachen. Und das habe ich dann eben, was ich am Anfang drauf hatte, immer weiter zurückgenommen, bis es eben unter Umständen ganz weg war. Das sind eben Dinge, die halte ich mir offen. Und da beschränke ich mich auch nicht vorher, indem ich mir eine exakte Vorlage eins zu eins baue. Das ist gar nicht notwendig. Also den Begriff des Hässlichen würde ich einfach aus der Frage rausnehmen, weil das ist einfach ja, bewertend und trifft es für mich auch nicht. Also solche Fotovorlagen, die jemand vielleicht als unbrauchbar, eben hässlich einstufen würde, die sind ja gerade spannend, weil die eben so flüchtig und umgestellt sind und eben auch so eine teilweise Situationskomik oft beinhalten. Ja, und dass derjenige natürlich das jetzt nicht unbedingt auf seinem Insta-Profil großartig selber promoten würde, das ist schon klar, aber es ist ja eine Übersetzung in Malerei oder Grafik. Und dann sieht es ja nochmal ganz anders aus. Und insofern, ich finde nicht, dass das irgendwie konträr ist, gar nicht. Und Landschaft interessiert mich eigentlich immer nur so weit, wenn Wasser drauf ist. Ansonsten ist das für mich Hintergrund, der nur mitläuft. Also ich war Architektur auch. Also Figur ist das, worum es jetzt bei mir dreht. Und wenn ich das Gefühl habe, ich brauche da hinten noch irgendwie eine Verflachung des Raums, dann kommt da vielleicht ein Meer hin oder irgendwas anderes. Autobahn. Keine Ahnung. Gestalten der Nacht. Also die quasi da frei radikal unterwegs sind unter Umständen. Aber für mich ist das eher so, jetzt mal ohne Quatsch, die blaue Stunde, man kommt zur Ruhe, man hat sein Tagwerk getan und ob man da noch im Park rumgammelt oder sich am Wasser aufhält oder mit Freunden und dann auch vielleicht ein Bier zu viel trinkt, das sind für mich eher so Entspannungsrituale oder zur Kompensation des Alltags. Finde ich jetzt nicht schlimm und auch nicht oberflächlich, mag das vielleicht immer nach Verwahrlosung und Ziellosigkeit und sonst was aussehen, ist für mich überhaupt nicht. Und Gestalten der Nacht, natürlich Polizei, zum einen sind sie jetzt neuerdings blau seit ein paar Jahren, finde ich sehr ansprechend. Und ich persönlich stehe auch auf Uniform, also nicht in dem Sinne, dass mich das irgendwie scharf macht, sondern ich stehe auf Typografie und wenn die so beschriftet sind, auch zu welcher Einheit sie gehören, wenn die hier irgendwelche Aufmärsche bewachen und da steht dann, was weiß ich, Bayern und dann sind die so durchnummeriert und stehen vielleicht auch noch in Reihe oder eben durcheinander, super, also visuell reizt mich das maximal und oder auch wenn die Kleidung halb ausgezogen oder verrutscht ist, dann zerhackt es ja so Schriftzüge, da bin ich voll dabei, also ist auch bei Notarzt und anderen Berufsgruppen, finde ich total spannend. Also für mich sind das wirklich immer nur so Fragmente. Ich nehme, was ich brauche. Da kommt es nicht auf Vollständigkeit oder auch Plausibilität an. Also in gewisser Weise ein Stück weit braucht man, sonst ist es irgendwie zu Science Fiction. Aber ansonsten ist das ja das Schöne bei der Kunst. Man als Macher kann ja entscheiden, wie es sein soll. Und wenn es dann in der Ausstellung hängt, dann spricht das natürlich in gewisser Weise das kollektive Gedächtnis an. Ja? Also je nachdem, wer aus welcher sozialen, gesellschaftlichen Prägung heraus und wie alt er ist und was er erlebt hat, was so die Parameter sind bei ihm im Leben, die wichtig sind, reagiert natürlich anders auf so ein Bild. Ja? Und der eine erkennt sich dann wieder, weil er, was weiß ich, auch schon mal eine Jacke von Adidas hatte, ja, zum Beispiel, oder nur in einer anderen Farbkombi, oder weil er auf Sneaker steht, oder also solche Dinge. Aber da geht es auch gar nicht darum, jetzt Adidas da irgendwie den roten Teppich aufzurollen. Es ist durch diese Grafik auf
den Arm, diese drei Streifen, und das kann von mir aus auch eine andere Marke mit zwei Streifen, hat man eben, sobald der Arm angespannt, angewinkelt wird, einfach so eine Zerhäckselung von einer grafischen Form. Und dann kann man, gerade wenn man wie ich so aus der Dunkelheit herauskommt, den Arm als gesetzt oder als angelegt zeichnen, und den Rest ergänzt der Betrachter aus seinem Erfahrungsschatz. Ja. Da weiß er, dass da ein Arm drin stecken muss und so weiter. Und genauso, da sind wir wieder bei Typografie und solchen Sachen. Das ist für mich einfach spannend. Und es gibt, ich habe die unterschiedlichsten Reaktionen bei Ausstellungseröffnungen. Manche können damit überhaupt nichts anfangen, weil sie eben anders sozial geprägt sind, eine Nachkriegsgeneration oder noch viel zu klein, und andere sagen, ja, bombastisch, so war ich auch, oder ich kenne jemanden, der so ist, oder was weiß ich, verstehe den Humor, der da oft drin liegt, ja. Und es ist ja oft mit so einem Augenzwinkern eine angebissene Wurst bei Neonlicht oder ein Hund in einem Hotdog-Kostüm oder irgendwelche anderen Sachen. Ne? Also das mir geht es meistens um so eine Lebenseinstellung. Ja, das ist nur für mich. Also ich wüsste auch nicht, was da für einen Mehrwert die Öffentlichkeit davon hätte. Viele Fotos, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich die vor 3 Jahren gemacht habe und habe dann die gehabt, manchmal fällt es mir schwer, die dann nach 3 Jahren auch wieder zu erkennen in dem Bild, oder ich mache was ganz anderes damit. Und die Fotos sind teilweise auch sehr speziell, also so Ausschnitte oder komisches Zeug, das erschließt sich den Konsumenten am Ende überhaupt nicht, und das ist auch gar nicht notwendig. Die kriegen das gefiltert durch mich in Blau-Weiß oder einer anderen Technik, und damit können sie dann umgehen. Ich kriege auch oft Material zur Verfügung gestellt. Aber deswegen ist es ja nicht weniger authentisch. Es ist ja passiert, irgendjemand hat es ja fotografiert. Und also ob das Realität oder Fiktion ist, das spielt für mich keine Rolle. Für mich sind das formale Dinge, inhaltliche Dinge, die ich dann neu komponiere, kann man sagen. Also einfach entscheide, das ist wichtig, darum dreht sich alles, der Rest ordnet sich unter, und so entstehen die Bilder dann. Und ob das dann noch Anlehnung an einen realen Moment hat oder ob das völlig konstruiert ist, ist doch völlig egal. Wenn es überzeugend gut gemacht ist, dann kann man sich als Betrachter eher darauf einlassen. Input, also dass man in den Austausch geht, deswegen macht man ja eine Ausstellung, nicht nur um seine Sachen zu präsentieren und zu zeigen, sondern eben zu schauen, wer fühlt sich angesprochen und warum. Das ist für mich auch jedes Mal spannend. Und ich finde es immer schön, auf einer Wiese zu grasen, wo ich noch nicht war. Also insofern ist es für mich spannend, und ich lass mich überraschen, was passiert. Also, und jetzt mal wieder nur Blau-Weiß zeigen in dem Rahmen. Ich glaube, das wird gut. Wunderbar. No? Wunderbar, ich raste aus. Ich sag ja immer, wer hat, der kann. Ne? Wer kann, der hat? Hätte Fahrradkette, könnte ich jetzt noch. Wow. Ist ja albern, da immer noch einen draufzusetzen. Finde ich auch. Christian.